Herzlich willkommen zur 92. Folge unseres Jagged Alliance 2 Let's Plays mit dem 1.13 Community Mod. Ich bin der Palzi. Wir sind hier in Cumbria dabei, einen Sektor nach dem anderen einzunehmen. In aller Ruhe, so wie man das von mir gewohnt ist. Bloß nichts überstürzen. Bisschen auf Sicherheit spielen. Sicherheit ist hier im Hospitalsektor allerdings ein bisschen schwieriger. Es fehlt nur noch ein Gegner. Ich glaube zu wissen, wo er ist, weil in dem Raum eigentlich immer einer ist. Aber sicher sein kann man halt nie. Und ja, Kämpfchen innerhalb. Nee, gehen wir nur noch da. Innerhalb eines Gebäudes ist halt immer schlecht, muss man dazu sagen, ne? Nee, nicht gerade Dimitri. Bringen wir mal Wolf. Wolf. Grunty hätte ich gerne schon hier. Nee, sogar da. Grunty. So, wen haben wir denn dann noch? Hamus, wenn der Typ da ist, wo ich vermute, will ich mit Hamus was anderes machen. Aber dafür können wir ihn auf jeden Fall schon runterbringen vom Dach. Wieso habe ich denn... naja, jetzt haben wir Sicht darauf. Also jetzt würde ich am liebsten schon nachladen, weil ich jetzt Sicht auf den Raum habe und das an sich vermeiden möchte, damit ich weiß, dass ich da noch nicht drin war. Denn ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, könnt ihr mich gerne korrigieren. Aber ich meine, man kann Vince nur rekrutieren, wenn man das Ding hier nicht anfasst. Das mit der Rekrutierung von Vince dauert ja eh noch ein bisschen. So, haben wir alle anderen da? Ja, so, dann Palzi. Palzi auch rein. Palzi hat aber auch viel Trefferpunkte eigentlich. Den können wir auch da hinstellen. Wen haben wir da hocken? Igor. Dann geht Igor nach hier. So, Aira, dein Fernglas brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Aira, Dimitri und dann noch Fox. Und dann kümmern wir uns gleich um die Türen. Fox, bitte die Waffe anlegen, falls da doch wieder erwarten, was kommt. Wolf, mach auf. Hier ist nichts, okay. Dann Palzi die andere Seite. Okay. Chrisley vor bis zur Tür, aber noch nicht öffnen. Fox ist relativ nutzlos jetzt, aber immer noch besser als Hamus, weil sie nur einen 7er hat. Chrisley, Tür öffnen. Ja, da beginnt jetzt das Elend, ne? Hier ist die Tür geöffnet. Dann gehen wir schon bis dahin. Hier scheint es leer zu sein. Dann machen wir das gleiche Spielchen wie eben schon mit Wolf und Palzi. Die anderen müssen wir aber auch mit reinbringen. Igor bringe ich mal dahin. Grunty hier.
Ira, Dimitri und Fox nach da. So, Wolf, du bist der Erste. Okay, dann kann Igor seine Tür auch aufmachen. Obwohl, warte mal, da ist ein Schrank. Dann nehmen wir den jetzt gleich mit, wenn wir sowieso schon dabei sind. Nichts. Nichts. Dann lassen wir den Sektor erstmal unberührt. Denn, wie gesagt, ich glaube, der sitzt da. Grizzly. Und Palzi, ihr zwei. Ne, die Tür mache ich nicht auf. Grizzly und Palzi. Grizzly, Palzi. Genau, hier geht's nämlich zur Cafeteria. Also ich glaube nicht, dass hier was ist. Ich bin wahrscheinlich übervorsichtig, aber... Nichts. 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 Gut, dann hätten wir den Flügel aber gesichert. Ich bin jetzt auch gewillt, hier rüber zu marschieren. Grizzly, geh mal dahin. Den Rest praktisch bereit machen zum Stürmen. Fox. Nach da. Aira auch, die kann auch in die Richtung. Wieso kann ich denn jetzt die Tür da nicht aufmachen? Da war's. Okay. Genau, und ich glaube, das hier ist die entscheidende Tür. Dann mach du mal die Tür. Wer sitzt denn da? Das ist doch Grunty, oder? Grizzly mal noch da. Falls sie erstmal nach hier. Wolf nicht aufmachen, nur hinkrabbeln. Igor. Box hier hinter den OP-Tisch. Ira. Ja, dann können auch ihre Waffen schon mal anlegen. Mhm,
Grunty natürlich nicht. Der sitzt da. Der kann sich aber hinstellen. Obwohl, braucht er gar nicht. Wir können ja hier auch noch. Da ist auch noch ein Platz frei. Kann er das auch anlegen? Grizzly. Dimitri fehlt noch. So, und dann nehmen wir uns Hamus. War hier noch ein Raum oder nicht? Bin ich mir nicht sicher. Bin ich mir absolut nicht sicher. Und Hamus hat nicht besonders viel Trefferpunkte. Also krabbeln wir ihm erstmal dahin. Ach, ist ein eigener Raum. Jetzt hat er... Wie konnte er denn da reinsehen? Okay, wenn da ein Raum ist, dann bringt das sowieso nichts. Dann kannst du mal aufstehen. Und dann schon zu den anderen laufen. Dann nehmen wir Dimitri, der sowieso... immer vergessen. Aira bringen wir dann dahin. Richten die in die Richtung aus. Und Hamus darf den Platz da beziehen. So, was ich jetzt machen werde, wenn der tatsächlich hier sitzt, ich werde mit Dimitri hier Geräusche erzeugen gleich, in der Hoffnung, dass er dann in die Richtung auch guckt. Das heißt, Stealth Mode aus für Dimitri. Und dann, falls sie... Tür öffnen. Ach, hier ist noch ein Raum. Ach, du ahnst es nicht. Okay, das Ganze nochmal dann. Wolf dahin. Falls sie erstmal nach da. Grizzly. Grunty. Die beiden Scharfschützen nutzen da überhaupt nichts. Die können wir weglassen. Aber Igor bringe ich mit rein. Ira auch. Die hat auch eine relativ kurze Waffe. So, dann nochmal Dimitri laufen. Dann Palzi Tür aufmachen. Hier gibt es ein paar Unannehmlichkeiten zu Und er guckt genau in die Richtung, wo Dimitri gelaufen ist. Okay. Eigentlich wollte ich mit Wolf, ich hatte versucht, mit Wolf zeitgleich die andere Tür aufzumachen. So. Alle haben Sicht, sogar Fox von hinten. Und Hamus auch. Also, das lief doch wie ein Länderspiel, als hätte ich das geplant. Ne? Na gut, das ist aber auch echt Wissen dann, ne? Wenn man weiß, dass hier irgendwie immer einer ist. Weil man sich schon zwei, dreimal welche gefangen hat. Dann ist das nicht so schwer. So, Palzi, willst du mal schießen? Wie wäre es erstmal mit Zielen? Das Ding ist nicht schlecht. Ja, das Ding ist super, Palzi. Wow. Alle Feinde dort hier.
Ja, und dann können wir ja ein bisschen looten. Hier ist nichts. Hier in Cumbria gibt es ein Krankenhaus. Wenn Sie mich fragen, ist es eine regelrechte Virusschleuder. Aber Bettler können es sich nicht aussuchen, oder? Hier ist nichts. Nichts? Nichts? Der Rest kann sich schon mal nach da begeben. Dimitri auch, der braucht da nicht allein in der Kantine rumstehen. Und jammert da wieder rum, dass er vergessen hat. Verdammt! Ja, es ist ein Schlüssel gedroppt worden. Ich habe ihn schon gesehen. Aber ich will trotzdem zusehen. Hey! Oh, da war schon wieder ein Pornomagazin. Nichts. Da war schon wieder ein Magazin für den anspruchsvollen Herrn. Bringen wir es doch auf den Punkt. Verdammter Mist. Verdammter Mist. Verdammter Mist. Ja, das... Verdammter Mist. Super. Punktgeschick nehmen wir doch gerne mit. Verdammter Mist. Super. Hey. Hey. Nichts. So, da wären wir durch. Die Türen sind okay. Euch zwei können wir auch hier hinbringen. Aira. Auch. Palzi. Grizzly kann hier mal ein bisschen was aufmachen. Nichts. 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 Hier mit Aira mal da lang. Patientenbereich hier. Hier ist nichts. Wenn man den Science-Fiction-Modus aktiviert hat, dann trifft man hier auch einen Typen, der einem von den Bugs in den Minen berichtet. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Na, magst du dich bewegen, kleiner Mann? Danke. Hier ist nichts. Loyalität haben wir jetzt eigentlich 33. Das sieht doch schon gut aus. Hier ist nichts. Vielleicht mal gerade schnell speichern. Kampf ist gewonnen. Da liegt was. Verbandsmaterial. Aber wie gesagt, ich fasse hier nichts an, was über das Sektorinventar nicht zu erreichen ist. Ich will es mir mit den Ärzten hier nicht verscherzen. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Geh da mal weg. Lasst mich durch. Ein Paramedic. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Und dann sind wir mit dem Seitenflügel auch gleich durch. Später haben wir 19:50. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Wenn sie nicht gekommen wären, glaube ich, dass Dr. Beaumont versucht hätte, die Herrin selbst umzubringen. Schwester Jenny, okay. Mit Respekt behandeln. Ja, das ist bei Schwestern sowieso immer besser. So, hier ist nichts weiter.
Und dann gehen wir wieder auf Palzi, denn er hat die höchste Führungsqualität. Und gehen wir mal gucken, ob wir hier nicht irgendwo Ärzte finden. Grizzly, guck da noch mal gerade rein. Da ist doch schon einer. Ich bin Dr. Willis. Was kann ich für Sie tun? Hallo Dr. Willis. Uns gesagt, dieser Krieg war schon lange fällig. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Es tut mir leid, aber ich habe Patienten zu behandeln. Ja, hier im Hospital kann man sich halt auch behandeln lassen gegen Bezahlung. Aber das Geld haben wir momentan nicht. Ah, da ist Vince. Wer bist du? Du bist unbekannt. Hallo Vince, ich muss erstmal nichts. Bisschen looten hier. Nichts. Da nochmal reingucken. Komm gleich zu dir, Vince. Dr. Vincent Beaumont, es ist mir ein Vergnügen. Bevor Sie hier aufgetaucht sind, hatte ich schon keine Hoffnung mehr. Der Grund, warum ich noch hier bin, ist, dass ich die Leute nicht im Stich lassen konnte. Ich will ja nicht unhöflich sein, aber ich muss jetzt. Okay. Rekrutierung dürfte noch nicht gehen, ich habe, ne? Da so meine Bedenken, aber nehmen Sie es nicht persönlich. Das geht noch nicht. Ich weiß gar nicht, was man alles machen muss, wann, bis man den rekrutieren kann. Ah, da war Schwester Jenny gerade. Nichts. Nichts. Werden wir schon wiederfinden. Gucken wir erstmal hier. Nichts. 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 Schwester Jenny, was kann ich für Sie tun? Es gibt hier viele Leute, die zu Ihnen halten. Ein Virus ist im Umlauf. Ich habe im Moment keine Zeit zum Plaudern. Okay, haben wir sonst noch was? Nee, ich glaube, wir waren überall drin, ne? Da waren wir drin, obwohl wir von draußen schon gesehen hatten. Ja, da hatten wir aufgemacht. Nö, ich glaube, wir waren überall. Dann jetzt noch einmal speichern. Und kurze Unterbrechung, bis gleich. So, weiter geht's. Obwohl ich in der Unterbrechung oder am Ende der Unterbrechung ja schon ins Inventar hätte gucken können, werde ich das jetzt euch gemeinsam machen. Helme können wir irgendwann an unseren Pornodarsteller verkaufen. Was ist denn das Hübsches? CMMG. Sieht auch nicht schlecht aus. Hat zwar nur eine 24er Reichweite, aber ist halt unheimlich schnell im Anschlag. 3. Desert Eagles sind langweilig. Silent Klar, da kommt die mit einem eingebauten Schalldämpfer. Ja. Die ist ja kaum hörbar. Interessant. Zählt als schwere MP. Das ist wiederum nicht so interessant erstmal. USAS 12. Ja, eine Schroti. Eine Schroti, die vollautomatisch schießen kann? Heiliges Blechle. Mit 20er Magazin. Handgriff ist gut, können wir auch für andere Waffen brauchen. Wieder ein Lasermodul. Ja, das passt natürlich nur in die mittelgroßen Slots rein. Aber sowas ist halt für Häuser oder Nachtkampf cool, ne? Gut, wir haben nichts von dem Kram angefasst, was
dem Krankenhaus gehört. Das ist schon mal prima. Dann sehe ich da aber 18er Rüstung. Das ist doch was für dich, würde ich sagen. Hat jemand ansonsten keine ACU-Hose? Fox, aber Fox kann kaum was tragen. Das ist halt... Obwohl, sie hat immer... Jetzt ja jetzt doch deutlich mehr Stärke inzwischen. Ja, aber 101 dann, das geht gar nicht. Und da sind Helm und Body Armor doch wichtiger. Ja, Krankenhaus und nur zu 50% verbrauchtes... Verbrannt, zu fast 60% verbrauchtes Verbandszeug bekommen. Das ist nicht ganz so schön. Dann kümmere ich mich gerade jetzt ums Inventarmanagement, also Nachladen und so weiter. Und melde mich dann gleich wieder bei euch. So, das wäre erledigt. Das Einzige, was jetzt hier noch von Interesse ist, sind ein Zielfernrohr 2. Oh, ich weiß gar nicht mehr, wem ich was gegeben habe. Ich glaube, Igor hat den Handgriff bekommen. Igor hat den Handgriff und irgendjemand Palzi. Palzi hat das Lasermodul bekommen, genau. Und dann habe ich bei Grunty und Grizzly jetzt die Waffen getauscht, weil ich Grizzly einfach näher haben möchte. Und da überlege ich jetzt tatsächlich, ob ich das Ding zum Einsatz bringe. Ich meine, er hat genügend Tragkraft. Und eine vollautomatische. Wir können es ja mal ausprobieren. Das ist ja... Man erträgt das Problem los. Und Zielfernrohr ging auch noch drauf, ne? Ja, hier, nimm hin. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Muni war auch genug da, bis auf Hamus. Dem fehlen da irgendwie ein paar Schüsse. 6 und Ira, aber da sind die Magazine groß genug. Sehe ich jetzt keine Notwendigkeit, da was zu unternehmen. So, dann einmal schnell speichern. Und dann sind es nur noch 7 Minuten bis zur vollen Stunde. Was als nächstes? Ja, als nächstes den nächsten Sektor ist logisch. Was wir aber machen könnten, ist gerade mal eine von den Milizen hier reinsetzen, damit wir schon ein bisschen mehr sehen. So, das heißt, also hier gibt es auf jeden Fall stationäre Truppen. Soweit ist das klar, aber da ist zusätzlich eine Patrouille drin, da bin ich mir sicher. Also da stehen keine 31. Das wird eine Patrouille sein, die Hälfte wahrscheinlich stationär und die Hälfte irgendwie Patrouille, so die Größenordnung. Vielleicht auch ein paar mehr stationäre, denn hier haben wir ja auch nur eine 12er Patrouille, wenn ich das richtig sehe. Nächste Sektor. Man könnte jetzt gleich anfangen, dann wäre es aber 2 Minuten vor 8. Ich würde sagen, da kann man diese 7 Minuten besser nutzen, um ihnen eine ganz kurze Pause zu gönnen. Dann haben wir 8. Dann müssen wir natürlich bei Biff und Flo checken, ob da jemand schlafen kann. Nö, ansonsten können die Milizen trainieren. Die sind erst bei 43. Das ist alles total schick. Und dann ist es eigentlich an der Zeit, in den nächsten Sektor zu marschieren. Dann können wir den noch bei Tageslicht machen. Und
Die Mine ist halt eh speziell. Man hat hier bei der Mine nur noch so einen sehr schmalen Eingang, weil in der linken oberen Ecke unpassierbar ist und dann die Hälfte der rechten Seite ist auch wieder unpassierbar. So Pi mal Daumen, wenn ich mich dann richtig erinnere. Sodass man hier nur ein Viertel der Breite hat, wo man reinkommt. Und da ist dann auch gleich das Haus von der Minengesellschaft. Sodass man da sehr viel Druck bekommt. Wie kann man das vermeiden? Ja, entweder greift man nachts an und versucht den Hausvorteil zu nutzen. Oder man greift die Mine entweder von Osten oder von Westen an. Dazu müsste man aber erstmal rausgehen. Also Westen halte ich für ausgeschlossen. Da müsste man erst hier den Sektor klären, dann noch einen runter und dann darüber. Das heißt, man ist da 2, 2, 2, 6 Stunden unterwegs. Geht man hingegen von Cambria Ost aus nach Süden, dann 2 Stunden und nochmal 2 Stunden und hat dann wesentlich mehr Möglichkeiten, um da zu operieren. Dann kann man halt Tagesoperationen machen. Aber die Mine von Norden aus bei Tage anzugreifen ist, ich will jetzt keinem Vorwurf machen, der es tut, aber für mich ist das, grenzt an Suizid schon. Naja, nichtsdestotrotz, die Folge ist erstmal vorbei. Um den westlichen Teil von Cambria kümmern wir uns dann beim nächsten Mal. Ich hoffe jedenfalls, dass euch diese Folge gefallen hat, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid und bitte seid so lieb dran zu denken, Like und gegebenenfalls ein Abo dazulassen. Bis dann, euer Palzi.